Jetzt nur eine Frage, komm, zum Spiel heute. Erzähl mir, wie war's? Wie war das Spiel heute? Aber nicht ein guter Spieler. Aber das ist normal, ist das heute. Normal, dass St. Pauli ist auf 5-0 geworden. Ja, also sie hatten ein Übermaß an Chancen, will er bestimmt sagen. 5-0 oder so. 4-0 hättest du ausgehen können. Aber nicht der Kasswort ist der zweite Attacke, aber nicht der Scheiße. Ich finde dich total geil. Du bist St. Pauli, so wie ich dich gerade sehe. Ja, bin ich, guck mal. Ja. Ist der gute Freunde, gute Kumpel. Alle St. Pauli ist eine große Familie, Digga. Und die kennen dich alle hier. Ja. Und du spielst Straßenmusik, oder was? Ja, natürlich. Jedes Mal. Natürlich, Digga. Okay, geil. Aber ich bin Straßenmusik für St. Pauli. Weißt du, dass das der erste Heimsieg für St. Pauli gegen Hamburg ist? Du hast das jetzt miterlebt. Moment, ja. Das erste Mal, aber ich spiele das zehn Jahre hier in der Melator. Ja. Erster Spieler St. Pauli in der Bundesliga. Ja. Aber der erste Spieler St. Pauli ist der Gegner Dortmund. Aber normal 1-3. Okay. Ja, dann hoffe ich für dich, dass du St. Pauli wieder in der ersten Liga siehst. Aber Dortmund wird lange sein. 1-3. Ja. Aber nicht das später. Aha. Ist der gute Stimmung in der St. Pauli. Jawohl, jetzt machen wir noch einmal St. Pauli ein Video, Alter. Hast du eine Nachricht für HSV? Natürlich. Was willst du HSV sagen? Scheiße, Gott. Scheiße. Hamburger Schmuck mehr rein. Ja, Jungs und Mädels, herzlich willkommen. Riesentag, Alter. Es ist was passiert hier. Und zwar der erste Heimsieg für St. Pauli gegen HSV ever. Dass wir sowas miterleben, können wir eigentlich drüber froh sein. Und ich habe mich gelacht. Ich blende mal ganz kurz hier diese Kicktipp-Runde ein, wo ich gesagt habe, oder meine Prognosen in der zweiten Bundesliga, wo ich gesagt habe, St. Pauli wird das irgendwie machen. Ich habe so ein Bauchgefühl. 2-1 habe ich zwar getippt, am Ende 2-0. Und ich hätte sagen müssen, wirklich am Ende hätte es ruhig 4-0 stehen können. Es war ein Sieg, verdienter Sieg. Wenn irgendein HSV-Spieler jetzt mir in den Kommentaren sagt, nein, wir waren gut, dann lügst du, sorry. Denn HSV hat gar nicht, war gar nicht anwesend, finde ich, und hätte sich sicherlich mit einem Türchen belohnen müssen. Aber Glückwunsch St. Pauli und ja, wir gehen jetzt natürlich zu den Fans ab. So, ihr seht schon, also Sieger heißt heute St. Pauli. Leute, ihr seid zwar jung, aber ich sag's euch, das ist der erste Heimsieg für St. Pauli gegen Hamburg ever. Ihr dürft das miterleben. Ich weiß, Digga, ich weiß. Erklärt mal eure Stimmungslage momentan. Unbeschreiblich. Ehrlich, also, das ist surreal, das ist echt heftig. Ja? Also ich weiß auf jeden Fall, dass wir jetzt ein halbes Jahr lang vor allen HSV-Fans die Schnauze aufmachen können. Ohne Witz, habt ihr HSV-Freunde so, wo ja, ihr jetzt wahrscheinlich jetzt ein paar Jährchen... Auf jeden, ey. Und die können jetzt einstecken, Alter. Ich bin ehrlich, es hätte am Ende vielleicht sogar höher ausgehen müssen. Ja, hätte es auf jeden Fall. Also da waren ja ein paar Chancen, die hätten echt rein sein müssen. Zum Beispiel auch der Elfmeter, der da war. Also es hätte ein Elfmeter sein müssen, meiner Meinung nach. Ne? Hast du das gesehen? Also Elfmeter müsste jetzt nicht sein. Es gibt ein paar strittige Szenen, wenn du jetzt so ansprichst. Und zwar in der ersten Halbzeit war Jatta. Der Ball sollte im Aus gewesen sein, wo das ein 1-1 geführt hätte. Aus 70 Metern kann ein Seitlinier das sehen, Schiri. Schwer, aber am Ende des Tages waren wir deutlich die bessere Mannschaft. Also, muss man so sagen. Ja. Woher holt man diese Energie? Ihr wart in diesem Spiel nie so gut. Wie kannst du das beschreiben? Oh, schwer zu sagen, aber ich glaube, die Fans haben einfach so die Unterstützung gezeigt und am Ende war es einfach... Yeah. Ihr seid auch 1A-Fans, das muss ich unterschreiben, Digga. Nein, noch nie hat St. Pauli zu Hause gegen Hamburg gewonnen. Ehrlich? Genau, das dürfen wir miterleben. Hamburg HSV, sorry, so ist es jetzt. Nicht mal mit Asa und Charles Tucker. Nichts, Digga. Nix. Hier zu Hause gab es nichts zu holen und jetzt erlebt ihr sowas. Geile Scheiße. Woher kam das? Woher kam dieses gute Spiel? Ihr wart eigentlich vorher in den Spielen voll schlecht, fand ich jetzt. Ja, das stimmt, wir waren nicht gut, aber Derby ist was anderes, ne? Die Fans sind da, alle sind da. Der Knoll gibt da Power auf der 6. Überragend, die Jungs aus. Glück ist natürlich auch dabei, ne? Aber dann ist halt so. Wir gewinnen das Ding hier klar verdient, meiner Meinung nach. Der Kampf. Wie kamt ihr jetzt ehrlich gesagt vorm Spiel rein? Was habt ihr gedacht? Ja, meine Meinung waren 1-0 für St. Pauli. Ganz ehrlich, könnt ihr alle fragen. 1-0 St. Pauli, echt getippt, ne? Ich auch. Steht in der Kicktipp-Runde. So sieht's aus. Aber meine Meinung war, so ein Unentschieden vielleicht zum Kampf führen. Ich denke, dass wir nach Spiel Dings, ja. Hast du gedacht, dass du hier heute gewinnst? Ja, klar, oder? Ich hab gemacht. Das ist im Nachhinein ganz leicht zu sagen, gell? Ja, ach, ich sag mal so, Spiel war offen. Ja. Wir hatten eine Revanche mit dem 4-0. Okay. Jetzt haben wir 2-0 gewonnen.
Und das hätte höher ausgehen müssen eigentlich. Ja, klar. So 4-0, glaube ich, wäre nicht unverfänglich. Ja, wenn Bubala Stürmer wäre, letzte, wo er frei aufs Tor läuft, heute den rein. Aber Bubala auch sehr gut gespielt. Ich glaube, du hättest auch am Ende stehen müssen. Dann wäre es, hätte ich geklappt. Hätte ich gespielt, wir hätten 6-0 gewonnen. Ja, dann sag's mal deinem Coach, ja. Digga, dass du mal öfter spielen sollst, Digga. Aber wir müssen ganz leise reden, denn wir haben zwei HSV-Fans hier vor dem Millern-Tor. Ja. Digga, ihr. Pauli. Pauli und HSV, okay. Ja. Aber Digga, ihr wart heute so scheiße einfach. Also, ich sag ganz ehrlich... Warte, wie heißt denn der euer Stürmer da? Der 13, glaube ich? 13? Meinst du Hinterseher? 16, mein Hinterseher, ja. Digga, der hatte das einfach auf dem Fuß und dann stolpert das über der Latte. Einmal ja. Pfosten, einmal dies. Also, ich als HSV-Fan muss ehrlich sagen, Pauli verdient gewonnen. Ja. Auf jeden Fall, die haben hinten auch sehr gut dicht gemacht zum Schluss. Die ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit waren gut eigentlich vom HSV. Da dachte ich noch, dass sie nochmal rankommen. Von beiden Mannschaften war es gut. Guter ja. Start von beiden Mannschaften. Aber dann hat es Pauli irgendwie... Ich habe schon gedacht, so ersten 20 Minuten hier von Pauli, dachte ich so, boah, kritisch. Weil alle sagen ja hier, HSV würde gewinnen, weil die Favorit sind. Aber und Dieter Hedding hat gut aufgestellt, finde ich. Ja, also find das ich war die gleiche Mannschaft, der hat kaum gewechselt. Nur ein Wechsel hier, genau. Wegen Jamra Verletzung ist ja Wagnermann reingerückt. Fand ich auch gar nicht so schlimm. Also ich fand, er hat ein gutes Spiel gemacht eigentlich, dafür, dass er 18 Jahre alt ist. Eine strittige Szene. Und zwar, denkt ihr, ein Seitenlinienrichter kann aus 70 Meter entscheiden, ob ein Ball ins Aus geht oder nicht? Meinst und du, bei Jatta. Ja. Als er den Ball reingespielt hat und das 1:1 fiel. Viele sagen, es war nicht aus und manche sagen, doch, es war aus, aber kann das jemand aus 70 Meter sagen? Ich weiß es nicht, aber ich muss ehrlich sagen, ich stand, also wir saßen auf Nordtribüne, man hat es nicht gesehen, am Anfang dachten wir auch Tor, aber es war ein bisschen holprig, wir wissen alle, wie Jatta spielt, toller Fußballer, aber halt ein bisschen schwierig. Ja. Spaß, Spaß. Ja. Aber schade, also ja. Ich dachte, wir kommen noch ran nach zweiter Halbzeit, aber... Rot, nichts mehr. Und für dich Glückwunsch, Mann, Alter. Ja, dass du sowas miterleben kannst. Ja, das erste Derby für mich im Stadion, so, das war gut. Also geiles Feeling auf jeden Fall. Ja. Die Stimmung war wieder top. Wie fandst du die Stimmung? Wollte ich gerade sagen. Ich habe nur in der Halbzeit irgendwelche Feuerwerke gesehen. Ja, ist wirklich, die Stimmung ist immer top im Stadion und das ist auf jeden Fall geil hier. Echt? Ehrlich. Was müsst ihr von diesem Spiel anknüpfen? Denn klar, Derby schön und gut, aber es sind immerhin nur 3 Punkte, weißt du? Das entscheidet ja nichts über die Saison aus. Klar, man kann sich jetzt natürlich über ein halbes Jahr oder macht sich ein Jahr wahrscheinlich über ihn lustig, dass er hier verloren hat. Aber was würdest du gerne aus diesem... Neu, ne? Ja, aber trotzdem, Digga, heute... aber was würdest du gerne aus diesem Spiel gerne mitnehmen so für die nächsten Spiele? Ja, also auf jeden Fall dieses... Also man hat jetzt nächstes Spiel, ist ja nächste Woche, glaube ich, ne? Also man hat dieses Selbstvertrauen dafür. Man hat einfach jetzt diese Freiheit so ein bisschen, weil die letzten Wochen waren ja immer so ein bisschen knapp verloren gegen Stuttgart. Und jetzt haben die neue Leihspieler, der Kader ist groß und die Verletzten kommen wieder. Also jetzt kann man schon wirklich hoch aufsehen und gucken, dass man vorne mit angreift. Aber jetzt nicht so weit vorne, jetzt hat man sagt so, sondern einfach ruhig bleiben. Der Trainer hat wirklich gut gemacht, also er hat wirklich gut geredet und so. Er meinte, dass wir nicht so hoch fliegen sollen und sowas. Und dann heute Derby-Sieg, das ist einfach geil. So. Gut, danke dir, Alter. Der Trainer finde ich auch nochmal, das wollte ich nochmal sagen, der Trainer von Pauli finde ich top. Der sieht aus wie ein Türke, Alter. Ja, aber der ist ehrlich, weißt du, der ist ehrlich. Hier. Der ist deutsch, gell? Nein, Holländer. Holländer. Aber er bestimmt irgendwelche arabischen Wurzeln. Es kann jetzt sein, dass jemand Holländer so aussieht, Alter. Ich glaube, Indonesische Wurzeln. Okay, gut zu wissen. Ich habe gesagt, ich habe so ein Bauchgefühl, dass es diesmal so klappt. Ich habe auch Augsburg 2-1 getippt gegen Frankfurt. Sehr viele richtige, komische Spiele. Ja. Was so einfach, ey, Mann. So, Digga, beschreib mal deine Gefühlslage, weil... Unfassbar, also wirklich. Das ist mein erster Derby-Sieg. Ich habe keine Worte. Ich weiß nicht, Mann. Es ist unfassbar. Guck mal, ich brauche Bier. Meinung von einem HSVler. Meine Meinung von beiden Mannschaften, ganz schlechtes Spiel. Ich glaube, da hat was ganz anderes nicht gesehen, also, oder? Ich fand, das war auch erst rein neutral. Ich fand, das war ein klasse Spiel. Wir haben das beste Spiel bis jetzt abgegeben. Ich habe St. Pauli selten so gut gesehen und 1A, muss ich sagen. Woher kommt das? Woher holt man diese gute Leistung ab? Ich wusste nicht, dass sie das können. Bin ich ganz ehrlich. Ich dachte, naja, mal gucken, was jetzt noch geht. Ich habe Bock. Ja, du hast Bock. Wenn ich dir sage, ich habe es schon erwähnt, das ist der erste Heimsieg für St. Pauli gegen HSV ever. Ja. Dass du sowas miterlebst, das ist schon Meilenstein, Alter. Ja, das in den jungen Jahren. Werde ich mir irgendwo einrahmen oder so, heftig. Und deinen Kindern erzählen. Auf jeden Fall, irgendwann mal. Was würdest du gerne von diesem Spiel mitnehmen? Weil 3 Punkte sind nur 3 Punkte, muss man auch bodenständig so sehen. Genau. Die Saison ist noch lang, aber was kann man Positives aus dem Spiel mitnehmen? Dass man nicht den Derby-Fluch jetzt wieder hat und jetzt auch mal in Osnabrück eine gute Leistung zeigt und dann...
gucken, was kommt, ne? Okay. So, und am Ende, bevor es, glaube ich, wieder pisst, habe ich mich jetzt ins Eck geschlichen, um mal noch eins loszuwerden. Und zwar habe ich von dem Kommentator schön gehört, dass es hier mittlerweile nur um die Rivalität geht und nicht mehr um Feindschaft. Ja, ich glaube, Aggressivität im Fußball hat nichts zu suchen. Und damit werdet ihr wieder dran, Leute, in den Kommentaren. Ich glaube, da gibt es schon was einiges zu sagen. Letztes Jahr 4:0, Klatsche, und diesmal 2:0, auch wenn es zu wenig ausgegangen ist. Und liebe Hamburger, bitte seht diese Niederlage ein und schaut, dass ihr wieder jetzt Richtung Punkte holen, Richtung wieder Aufstieg geht. Und St. Pauli wünsche ich nur das Beste. Toller Verein, tolle Fans, und freue mich auf die nächsten Spiele. Also, bis morgen. Champions League, nur sage ich, wird geil und Messi spielt. Ciao, ciao.